Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank zurückbekommen und vorgängig aber eine Mail mit Fotos. Und in diesem Mail wurde geschrieben, ich habe mich für den Kühlschrank 46F entschieden und online bei Ihnen gekauft. Beim Öffnen des Kartons ist mir aufgefallen, dass die weiße Leitung gebrochen ist. Auch beim Grill ist es leicht beschädigt. Somit möchte ich den Schaden umgehend anmelden. Ich habe dann noch Fotos bekommen dazu. Man sieht es hier schlecht, ich habe es ausgedruckt und die Lamellen verbogen und diese Leitung so verbogen. Ich habe jetzt den Kühlschrank hier, so kam er zurück. Erstens hier die Kartonschachtel, die ist komplett mit Öl eingelaufen, also die kann ich entsorgen. Ich habe die Kartonschachtel jetzt hier, Kleber weg. Wir machen den auf. Das Aggregat hier die Rechnung. Und das Aggregat ist hier so drin. Und die Leitung ist jetzt mittlerweile schon ganz abgebrochen. Also hier den Gummi kann ich auch. Ja. Wenn ihr so einen Kühlschrank bekommt, dann nehmt den hier raus. Das heißt, hier hinten kann ich halten, an dieser Halterung, vorne am Griff, aber gut, oder ich fasse ganz runter. Wir schauen uns den hier drauf an. Hier sieht man, hier ist in der Schachtel das Öl ausgelaufen. Wir liefern von diesen Kühlschränken mit externem Aggregat mehrere hundert im Jahr. Und es kann passieren, dass dann mal einer kaputt geht. Aber dass dieser Kühlschrank kaputt war bei der Anlieferung, das verzweifle ich. Weil diese Leitung hier, die musste abgewürgt worden sein und hier unten auch. Das heißt, man hat einfach mal dran gezogen und ich kann, wenn ich das Kühlaggregat raushebe, hier ist die Leitung dran, kann ich nicht das rausheben ohne Kühlschrank. Dann bricht die Leitung hier unten, ihr seht, das ist hier gebrochen, das ist nur noch Schlauch. Und hier oben bricht sie dann auch. Also der Kunde musste den Kühlschrank rausziehen. Mit Gewalt. Es kann passieren. Ich bin da auch kulant. Aber nicht mir sagen, er kam defekt an. Wir müssen jetzt das ganze Kühlelement innen drin ersetzen. Wir schauen die Bruchstelle hier an. Dieses Rohr hier musste mit Gewalt rausgezogen worden sein. Und auch hier unten, das musste so raufgebogen worden sein, dass es hier unten bricht. Dann haben wir hier, die Lamellen sind defekt, dass es hier eingedrückt ist. Hat keine Funktion, also Einschränkung auf die Funktion, weil hier geht sowieso keine Luft durch, sondern die Luft muss hier durch und diese Lamellen sind in Ordnung. Ich habe jetzt den Kühlschrank hier, also da gibt es nur neue Leitungen, neuen Verdampfer rein. Das ist alles reparabel, dieser Schaden. Aber nicht mir schreiben, ich bin die Firma Wemo, dass das kaputt ausgeliefert wurde. Fertig, ich bin sauer.
Wir liefern so viele Kühlschränke mit dem externen Aggregat aus, das ist ja ein Vorteil vom externen Aggregat, dass man mehr Platz hat. Es gibt Mitbewerber, die sagen, ja nie, weil da können Schäden entstehen. Es können Schäden entstehen, die Leitung, das ganze Verdampfer auswechseln, ist machbar, aber nicht mir schreiben, Sie sind schuld, also ich bin schuld, wenn man daran zieht wie ein Hornochse, ein bisschen mit Gefühl arbeiten. Wir werden jetzt den Kühlschrank reparieren und zurückschicken. Punkt. Aber nicht mir sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich verlinke euch hier das Video über den Beschrieb von diesem Kühlschrank. Und wünsche euch einen schönen Tag.